Willkommen zu einem neuen legendär galaktischen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Geschichte von Starfield. Die Erwartungen sind gigantisch hoch von den Leuten da draußen. Ich habe meinen ein bisschen runtergesetzt. Ich habe mir im Vorfeld auch gar nicht so viel zu dem Spiel angesehen. Warum? Weil ich mich einfach überraschen lassen will. Und wenn dieses Spiel wirklich super mega geil ist, dann ist die Freude natürlich umso größer, wenn Starfield mich so richtig umhauen kann. Ihr könnt derzeit bei meinem Partner Instant Gaming Starfield bis zu 22% billiger bekommen. Link dazu in der Videobeschreibung. Unbedingt mal vorbeischauen. Könnt ihr mich auch ein bisschen supporten. Egal ob die Standard-Edition oder die Premium-Edition, denn die könnt ihr ja heute schon spielen. Ansonsten gibt es sogar mal wieder ein Gewinnspiel. Und zwar gibt es insgesamt 5 Codes direkt hier zu gewinnen. PC bzw. Xbox-Version. Das Spiel gibt es nicht für die PlayStation und dementsprechend halt nur für PC oder Xbox. Dazu müsst ihr einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. In 5 Tagen werde ich dann 5 Leute über Discord anschreiben und wir starten jetzt gemeinsam mit Starfield. Siegel ist gut, Sauerstoff auch. Mach's wie letztes Mal, dann klappt alles. Halte dich an die eine simple Regel. Hella, wie lautet die eine simple Regel? Hör auf, Lynn. Die Bosslady weiß Bescheid. Exakt. Hör auf mich. Mining ist ein Job wie jeder andere. Bleib cool. Pass auf. Dann hast du dir am Ende einen Sack voll Credits verdient. Ja, absolut. Ist genau wie Arbeiten im Sterndock. Nur mit mehr Einstürzen, Lasern und sporadischen Verstümmelungen. Sehr hilfreich. Danke. Ach, das klappt schon. Dein erster Job lief doch. Und mal ehrlich, das ist nicht gerade Astrophysik. Dafür ist er im Team. Motivation. Ja, und ich kann aus 300 Metern ein Heliumvorkommen lokalisieren. Auch wieder wahr. Hier unten gibt's zwar keines, aber allein die Metallvorkommen finanzieren unser eigenes Helium. Nach der Aktion haben wir genug Treibstoff, um vom einen Ende der besiedelten Systeme zum anderen zu springen. Hey, mehr Mineralien, mehr Geld, ein ewiger Kreislauf. Aber keine unbefugten Sprünge ins Gebiet von Haus Verhohn mehr, ja? So ein Riesenbaby. Es gibt Schlimmeres. Weißt du, die meisten Dusties schaffen es gar nicht so weit. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Gruppenkuscheln jetzt oder bei Schichtende? Ach, irgendwann, Hella. Lasse ich dich echt mal zurück. Leere Versprechungen. Okay, lass uns mal sehen. Wie viel Zeit noch? Ein bisschen noch. Ein paar Proben nehmen? Immer. Aber nicht du. Sieh nach Isabel. Sie soll es nicht übertreiben. Ich käme ihr gerne lebend raus. Verstanden. Denk daran, Dusty. Schön ruhig atmen. Und hier unten nie den Helm abnehmen. Die Sauerstoffprozessoren reichen nicht so weit. Ja, Gott bewahre, dass wir je auf einem Felsen mit Atemluft bohren. Der Vorteil an Jobs im Freestar Collective Raum? Weniger Regeln. So ein Auftrag in den United Colonies? Ha, Bürokratie ohne Ende. Oh, guck dir das hier mal an. Calvert, nein! Nein, 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 das ist ein Laser und kein Vorschlaghammer! Benning, wenn man dich nach Pausen bezahlen würde, wärst du Millionär. Ab! Ja, ja, schon gut. Wie ist unser Motto, Dustys? Schotter gibt's für Schotter. Keine Ausnahmen. Los, mehr Tempo! Troy, wie ist die Ausbeute? Bisher minimal. Bisschen Glimmer, aber sehr schwach. Was meinst du? Auf Kurs bleiben?
Für so wenig Saft lohnt sich das Pressen nicht. Alles klar. Dann gilt das hier als leergeräumt. Machen wir mit der großen Ader weiter? Jawohl! Ist das der Moment, wo ich reden darf? Das wird wieder so ein Spiel, wo sehr, sehr viel gesprochen wird. Aber ja, willkommen in Starfield. So sieht das Ganze aus. Wir spielen es auf PC. Dusty, du bist dran. Schnapp dir einen Cutter und leg los. Schnapp dir einen Cutter und leg los. Ich rufe, wenn ich dich brauche. Alright, ich hab den Cutter. So cutte ich. Und jetzt fange ich wohl an als Dusty. Hier unten schön am Malochen. Glaubst du, wir sind hier bald fertig? Ist angeblich der letzte Job. Du Junge, ich bin brandneu hier, also ich find's gut, wenn wir bald fertig sind. Ich bin beschäftigt, nerv jemand anderes. Ich nerv doch gar nicht. Guck mal, ich arbeite hier schon wieder richtig kräftig. Siehst du das? Bams. Ich mach hier richtig Asche. Weil ich hab dafür ein Gespür. Ich kann die dicke, fette Ader regelrecht fühlen. Oh ja, das ist der gute Saft. Die sind soweit. Komm wieder zurück. Boah, ich will aber nicht in seinen Laser rennen. Ich zeige, bis ich mal mit dir rede. Los, es ist Zeit. Du kommst mit mir. Ganz schön abgehoben, die Truppe, oder? Will nicht mit mir reden. Erst nach ein paar Aufträgen. Arrogant. Arrogantes Minenvolk. Die Scanner melden einen sauberen Bruch. Schalte ab. Los geht's. Okay, gibt es dort Leben? Die Werte. Ja, was das angeht. Problem? Nur wenn du höhere Gravitationswerte als Problem siehst. Tu ich nicht. Tust du nicht? Was wir suchen, sieht aus wie eine Anomalie. Hat man mir jedenfalls gesagt. Okay, jetzt machst du mir langsam Angst. Entspann dich. Ist nur ein Job. Komm schon. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Wir sind nah dran. Glaube ich. Es ist alles einfach... Lynn, ernsthaft. Hier ist was richtig, richtig faul. Wo ist es, Hella? Hier lang, glaube ich. Okay, du da, du bist dran. Wenn was schief geht, kommen wir dich holen. Warum sollte was schief gehen? Klappe, okay? Macht einfach euren Job. Der Kunde ist unterwegs. Wie jetzt, Moment. Ihr schickt mich dahin, den Neuen. Und wenn was schief geht, dann soll ich laut in die intergalaktische Trillerpfeife pfeifen und dann... Ja, holen die mich irgendwie raus. Gut. Gut. Die Werte sind immer noch komisch. Aber das ist gut, oder? Einfach weitermachen. Also hier ist auf jeden Fall Erz. Ganz schön zäh. Na Gott sei Dank habe ich unendlich Munition, denn der Laser lädt sich wieder auf. Aha, organische Masse. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ende. Und ein Funkelzeug. Auch ziemlich ungutes Gefühl. Okay, wir brauchen den Cutter. Können wir es einsammeln? Yes. Hey, komm schon, komm schon. Okay, ganz ruhig. Du warst K.O. Kein körperlicher Schaden.
mental abwarten. Weißt du, wer du bist? Neuling bei Argos Extractors? Klingelt da was? Kommt dir hier was bekannt vor? Den Typen habe ich noch nie gesehen. Mir kommt hier überhaupt gar nichts bekannt vor. Personenunterlagen. Der Bart. Ja gut, ich soll mich jetzt hier zusammenbauen. Ich weiß, die meisten Menschen investieren da rein Stunden und machen sich so einen richtig hässlich abstoßenden Charakter. Aber ich bin kein Fan davon. Ich sehe einfach nicht gerne hässlich aus in Videospielen. Ich finde das irgendwie auch gar nicht lustig. Das war früher mal irgendwann, 2014 oder so, als es anfing mit diesen Charaktereditoren, wo man richtig sich austoben konnte, Saints Row-mäßig. Da war es noch ein bisschen witzig, aber jetzt denke ich mir nur so, ja, was habe ich davon, irgendeine Power-Granny zu spielen oder einen Mutanten. So, ich würde sagen, ich friemel mir hier einen zusammen. Das kann ein bisschen dauern und dann sehen wir gleich das Ergebnis. Okay, meinen Astronauten habe ich jetzt erstmal hier optisch zusammengefriemelt. Kommen wir zu einer Sache, die vielleicht für euch da draußen auch ganz interessant ist, denn wir können den Hintergrund wählen und hier gibt es einiges zur Auswahl. Bestienjäger, Bildhauer, Diplomat, Entdecker, Koch, Pilger, Professor und so weiter und so fort. Ich finde, Dateifehler klingt ganz witzig. Merkwürdigerweise gibt es in den Akten keine Informationen über dein früheres Leben. Ist das ein Versäumnis des Verwaltungspersonals? Hat eine unbekannte Macht die Daten gelöscht oder gab es einfach nichts Erwähnenswertes? Fest steht, deine Vergangenheit kennst nur du. Wichtig sind das Hier und Jetzt und der Weg, den du einschlägst. Klingt sehr geil, wie ich finde. Wohlbefinden, Ballistik und Fliegen wären hier die Kernvorteile. Oder was mir auch gefällt, Schurke. Gut, böse, wer weiß das schon. Wenn du auf deinen Reisen durchs All eins gelernt hast, dann das, der Weltraum mag schwarz wirken. Doch in Wahrheit ist dir ein einziges Grau. Soldat, Türsteher. Türsteher klingt irgendwie auch witzig. Aber ich glaube, ich bin ein Schurke. Wegen Überzeugen, ich mag das. So, wir sind ein Schurke und jetzt müssen wir hier Merkmale aussuchen. Alien-DNA, Empath. Empath ist eigentlich auch nice. Heldenverehrung finde ich super witzig. Ab und zu taucht ein nerviger, riesiger Fan von dir auf und labert dich voll. Im Gegenzug wird er jedoch Teil deiner Crew und beschenkt dich. Ich will diesen verrückten Fan. Introvertiert, Kinderkram finde ich auch irgendwie super witzig. Ja, ich hole mir mal wieder die unnötigsten Sachen mit rein. Deinen Eltern geht es gut. Du kannst sie sogar zu Hause besuchen. Dafür werden jede Woche automatisch 2% deiner Credits zu ihnen nach Hause geschickt. Will ich Eltern haben? Oder will ich eher so ein Neonstraßenrattenkind sein? Ja, das hätte ich irgendwie schon gerne. Dafür gibt es aber mehr Kopfgeld. Aber irgendwie klingt das, das passt irgendwie zum Schurken. Ich bin halt so ein charismatischer, cooler Schurke. Traumhaus. Dann noch hier die Schlangenumarmung. Im Glauben der großen Schlange. Gesucht wäre natürlich auch cool. Extrovertiert, aufgeklärt, erzogen. Da kriege ich eine Spezialkiste. Aber dafür darf ich nicht in die Sanktum-Universum-Kiste reindippen. Arbeitgeber, Alien-DNA. Dadurch werden aber Heil- und Nahrungsmittel weniger wirksam. Empath. Das könnte auch ein bisschen Spannung mit reinbringen, ne? Dann haben wir hier noch introvertiert, Terrafirma, Traumhaus, universell erzogen. Das wäre dann Sanktum-Universum. Dann haben wir hier noch Weltraum, da hat sich mein Körper ans Weltall gewöhnt, bin aber dann nicht so gut am Boden unterwegs. Gesucht. Auch nicht schlecht. Mann, so viel Kram, was man hier auswählen kann. Der Empath, der bringt ein bisschen Spannung in die Sache rein. Ich glaube, den nehme ich mit. Gut, dann wären wir hier durch. Name, Spieler, Charakter benennen. Moment, kann ich jetzt hier was eintippen? Okay. Ja, natürlich der Klassiker, ne? So. Alright.
Hab deine Bewerbung fast vergessen. Hatte mir nur eine Notiz gemacht. Könnte Ärger machen. Okay, die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs. Dann werden wir bezahlt. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Du warst bewusstlos, das steht fest. Sonst noch was? Wahrscheinlich spielt dein Hirn dir nur einen Streich. Jedenfalls haben wir, was wir wollten. Der ganze Stress wegen dem blöden Ding? Sieht voll langweilig aus. Ist doch egal, wie es aussieht. Das Ding ist mehr wert, als die Mine den ganzen Monat eingebracht hat. Wir... Wenn man vom Teufel spricht... Der Kunde ist hier. Los. Ich bin bereit. Unser Constellation-Kontakt ist im Anflug. Moment. Dieser Entdeckertrupp? Ich dachte, die wären Loser. Du bist nur zu jung und hast keine Ahnung. Hey, ich sage ja nur, dass sie einen Ruf haben. Scheiße, die halbe Crew glaubt sicher, dass es sie gar nicht gibt. Die halbe Crew glaubt auch, dass es die Erde nicht gibt. Tut es aber. Genau wie die Constellation. Ja, aber komm schon. Den Weltraum erkunden? Wer macht das denn noch? Der Raum, den wir kennen, ist doch Stress genug. Für die wohl nicht. Okay, Dusty, Luftschleuse. Leg den Helm an. Okay, wie lege ich meinen Helm an? Kann ich hier irgendwo einen Helm anlegen? Luftschleuse, Helm anlegen. Ja, das hat niemand mir beigebracht. Ich weiß nur, wie meine Taschenlampe angeht. Aber nicht wie mein Helm. Ihr seid echt witzig. Das hier ist Sprengen. Okay, dann lernen wir mal ganz schnell die Steuerung. Sobald wir den Stein verkauft haben, wird gepackt. Okay, das ist hier mein Inventory. Muss ich irgendwo hier einen Helm einsammeln? Hier habe ich was. Was ist das? Vorarbeiter-Logbuch, Nachtrag. Immer noch Tag 2 der Ausgrabung von Argus Extractors auf Vectera. Freestar Collective Abhol ID Beta 7548 Alpha. Alle glauben, wir müssen nur Erz beschaffen. Vectera hat genügend akzeptable Adern, damit alle beschäftigt sind und keine Fragen stellen. Ich habe Heller alles gesagt, was er wissen muss. Also praktisch alles, was ich weiß. Dass wir es wieder mit einer von Barretts Sonderbestellungen zu tun haben. Er hat Kasal bezahlt. Obwohl das ein Fehlschlag war. Diesmal bin ich mir nicht so sicher. Außerdem macht mich hier etwas echt nervös. Wahrscheinlich werden wir irgendwas finden. Keine Ahnung, was das sein könnte. Oder warum Barrett es haben will. Aber diese hübschen Constellation Credits bedeuten, dass wir Löcher graben und unser Maul halten werden. Und das ist okay. Hoffentlich haben wir Barretts mysteriöses Ding und das Erz bald beschafft und können diesen Felsen in 5 Tagen wieder verlassen, wenn wir angeblich wieder abgeholt werden sollen. Ach, da unten ist das Inventar. Okay, ja, ich spiel's zum allerersten Mal. Ich weiß, ihr seid alle Profis. Ist ja schon gut. Entspannen wir uns. So, Helm ist auf. Weiter geht's. Wow. Das wird ein Abenteuer, Freunde. Ein gigantisches Abenteuer mit unendlich vielen Möglichkeiten. Ehrlich? In der Discovery-Klasse? Das Schiff ist älter als der Mond. Es ist nicht alt, sondern ein Klassiker. Na los. Hätte ich jetzt auch gesagt. Erste-Hilfe-Zeug nehme ich mit. Knarre nehme ich mit. Munition nehme ich mit. Na, man merkt, dass der Schurke in mir ist stark, ne? Direkt mal hier was gestohlen. Das Ding ist ganz schön big. Und ein Klassiker.
ist lange her. Ha, in der Tat. Die Mine auf Bindi, oder? Kasal war sein Drecksloch. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden, ja? Genau hier, der neue. Ach ja? Und alles lief cool? Einfach wie Mineralien einsammeln auf Bindi? Kasal. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Er ist nach der Extraktion umgekippt und hat ein wirres Zeug geredet. Ehrlich, Cowboy? Warst auf einem Trip, ja? Ha, gleich so cool, ja? Nicht der sanfteste Einstieg in die Mysterien des Alls. Aber hey, musste ich auch durch. Hey, gib mir einfach die Credits. Dann bin ich froh, wenn ich dich und dieses Ding nie wiedersehe. Deswegen mag ich dich, Lynn. Kein Heckmeck. Barrett, die Scanner der Frontier melden ein Schiff, das sich rasant aus dem Orbit nähert. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? Oh, Scheiße. Das ist die Crimson Fleet. Waffen, macht euch bereit. Ich hab einen Laser. Ich hab... Wo ist meine Pistole? Ich hätte doch irgendwo noch eine Pistole. Notfallübungen! Los! Los! Ah, ich laser die einfach weg. Ihr wollt mich wohl verarschen! Das sind nur Rowdies! Wir schaffen das! Okay. In Deckung bleiben! In Deckung! Ich bleib in Deckung. Ich bleib hinter Hella, ja? Hella, übernimm du. Du bist tot, hörst du? Hilfe! Gib doch auf! Kann man die direkt plündern? Oh mein Gott, hier geht's ja richtig rund. Okay, okay, okay. Piraten, ich hab Unterstützungsfeuer. Ich laser den Typen. Burn den richtig weg, die blöde Sau. Alles nehmen. Direkt looten. Alter, der Laser, der rockt aber irgendwie, ne? Willst du das bei mir versuchen? Einfach weglasern, die Boys. Bam! Zack! Moment, Transfer? Nein, ich will einfach alles nehmen. Versuch das noch! Schnauze! Okay, hier drüben ist noch einer. Achtung, Vorsicht! Lieber selber drauf schießen, denn ich weiß, ich renn wieder rein und dann schießt der Pirat drauf. Das war ganz schön wild. Habe ich alles mitgenommen? Eine Rettungsaxt. Ja, Karte habe ich. Aber kann man auch irgendwann vielleicht alles verkaufen, ne? Deswegen... Haben ist besser als nicht haben, wie man so schön sagt. Natürlich wurde Barrett verfolgt. Jedes Mal. Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Dann hast du die Visionen gesehen? Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Krieg ich auch so ein cooles Abzeichen wie so ein Pfadfinder, so ein Weltallpfadfinder? Das wäre echt nett. Gegen ehrliche Arbeit ist nichts zu sagen. Wobei, ja, verstehe schon. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt alle auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Wie wär's, wenn ich bleibe und stattdessen deinen Dusty schicke? Ich weiß. Aber er ist kein meiner mehr, Lynn. Als er diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Fein. Abgemacht. Hau endlich ab, Dusty. Auf dich wartet Größeres. Das ist ja mal ein billiger Einstieg. Echt, das ist die Story. Ich berühre irgend so ein Ding und jetzt bist du ein Held. Tut uns leid, jetzt Abmarsch. Hier hast du ein paar Credits, ein Raumschiff, Knarren, Nutten und Koks. Haben wir da. Geh, bevor ich was sag, was ich bereuen werde. So, nachdem das geklärt ist. Vasco, bring ihn zur Loge. Keine Umwege, außer sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo? Schon wieder? Schön. Ach, und hey, hier, kannst du da draußen gut gebrauchen.
Und du siehst sogar, wie spät es ist. Meine goldene Uhr. Jetzt bin ich echt... Hey, sieh dir das an. Die Uhr passt dir perfekt. Also, Fragen? Jetzt bin ich echt im Ruhestand. Indigo-Protokoll schon wieder. Sag mal, wie oft habt ihr hier so einen Helden irgendwo hingeschifft? Na komm schon. Bist du gar nicht neugierig, was es mit der Lichtshow und der Musik auf sich hat? Warum nur du das erlebt hast? Falls du es nämlich nicht gemerkt hast, von uns hatte seitdem niemand ein Problem. So wie ich das sehe, braucht die Constellation zwar das Artefakt, aber sie brauchen auch dich. Die Sache wird immer rätselhafter und du steckst jetzt mittendrin. Eigentlich gehört es gar nicht mir. Ist geliehen. Vasco hält dich auf Kurs. Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Okay, das Ding ist gestohlen. Cool, Alter. Richtig cool. Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten, erkunden die gigantische Leere des Alls. Ohne uns ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Sehr philosophisch. Das ist die 1-Million-Credit-Frage. Und die Constellation kann die Antwort finden. Mit deiner Hilfe. Sie folgen einfach der Beute. Wie alle Piraten. Und ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Ja, und ich bin Schurke. Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff zerstören. Jo, ich dachte, das wäre geliehen. Gott, ich muss kotzen. Aber nicht in den Helm, Heller. Nicht in den Helm. Okay, du bist Vasco. Gut. Das ist also mein neues Schiff. Oh, ich habe jetzt hier unten ein Radar. Ja, wie gesagt, noch nie gespielt, nichts angesehen. Ich muss erstmal reinkommen. Seid da ein bisschen gnädig mit mir. Ich weiß, ihr seid Profis. Meine Zuseher sind immer absolute Captain, Profis. Ich nehme an, Sie können ein Schiff der Klasse A fliegen. Barrett sagt immer, es ist so leicht wie Radfahren. Ich versuche, die Schilde hochzufahren, falls es irgendwelche Probleme gibt. Nun, mein Freund, ich hatte nie Eltern und bin auf der Straße aufgewachsen. Unter Kriminellen. Ich habe Radfahren eigentlich nie gelernt, also... Das ist ein bisschen kritisch, die Nummer mit dem Rad, aber ich... Klar. Warum nicht? Ist wie Radfahren. Schilde bereit. Den Rest übernehmen Sie. Ich. Gut. Dann treten wir mal in die Pedale, ha? Huh? Das muss ich selbst steuern? Spannend. Wo müssen wir denn hin? Nachdem wir nun im Orbit sind, sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen, um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Ich kann Sie durch den Prozess leiten. Falls Sie aber schon viel Flugerfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme und es geht los. Energie, okay. Also, wähle mit ein System und dann die Energiemenge. Ja gut, ich habe ja keine Energiemenge. Ich müsste dann irgendwas abzwacken. Jo. Jedes System auf einem Schiff braucht Energie. Sie kontrollieren, wie viel Strom wohin fließt. Sehen wir uns den Antrieb an. Der Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit. So, warte mal. Schiffsantriebe haben einen gewissen Punkt, an dem man besser wenden kann. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dem HUD zu. Links unten sehen Sie einen Farbmesser. Die Anzeige verändert sich, je nachdem,
ob Sie Schub geben oder wegnehmen. Zentrieren Sie die Anzeige so, dass sie mit der Mitte der vertikalen Balken rechts davon übereinstimmt. Lerne fliegen. Habe ich es jetzt gelernt? Okay, das ist Schub. Sie fliegen recht ordentlich. Mhm. Kennen Sie sich auch mit Kampftaktiken aus? Das dort ist nämlich ein Crimson Fleet Schiff und es setzt seine Waffen ein. Aha. Wir müssen Ihre Schilde deaktivieren. Laserwaffen sind dafür im Töten bin ich gut. Effektiv. Nur leider bin ich irgendwie ziemlich träge, finde ich. Halte das Schiff in der Mitte des Hulls. Dann können wir es erfassen und eine Lenkrakete abfeuern. Habe ich. Die gegnerischen Schilde sind unten. Ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilde offline sind. Glückwunsch, du hast deinen ersten Raumschiffangriff überlebt, Captain. Lass uns das Wrack nach Ersatzteilen und anderem Bergungsgut durchsuchen. Du musst nah ran, damit wir die Überreste betreten können. Okay, man kann sogar rein. Wie cool ist das denn? Moment, Moment, Moment. Hier. Dann gebe ich mal ein bisschen Schub. Go. Oh, oh, das war ein bisschen zu viel Schub. Wo ist das Ding? Hier. Wow, wow, langsam, es langsam. Es springen zwei weitere Crimson Fleet Schiffe zu unserer Position, Captain. Ah, okay, man lootet so von aus. Ich dachte schon, ich gehe da jetzt wirklich rein und vielleicht sind da noch Überlebende. Das wäre cool gewesen. Das wäre echt cool gewesen. So, jetzt das hier drauf und Raketen. Ghost. Wie hat es deine Schrottkiste überhaupt so weit geschafft? Gegnerische Rakete erfasst. Den haben wir gleich. Easy, pal, easy. Okay, looten kann ich erst dann, wenn die Schlacht vorbei ist, oder was? Es müsste sowas wie schnelles Wenden und Drehen geben. Ey, wo ist der Typ? Der entfernt sich immer mehr, ne? Eben gerade war er noch quasi über mir und jetzt komme ich nicht mehr an ihn ran. Jetzt. Ja, nein. Na, der war was? Was ist sein Plan? Okay, warte. Ich lerne es gerade. Aber irgendwie kann ich ja nicht mehr an dich ran, weil du... weil du in meiner Achse irgendwie mitfliegst oder sowas Abartiges. So, jetzt hier ein Wendemanöver. Das gibt's nicht. Beenden wir das! Ich kann ihn nicht mehr... ich krieg ihn nicht mehr auf den Schirm. Ne, der bleibt die ganze Zeit hinter mir. Gibt's irgendwie sowas wie ein... what? Was? Ich krieg den Typen nicht. Schilde offline. Hab auch schon Schaden genommen. Ey, die ganze Zeit hat das super funktioniert. Okay, warte mal. Ich flieg jetzt einfach mal weg. Jetzt ist er hinter mir. Keine Ahnung, wo er ist.
Hier vorne kann ich das andere Ding plündern. Na, ja, der ist quasi immer hinter mir. Und wenn ich... Das gehört aber nicht irgendwie zum Tutorial. Autsch. Ah, ich kann sogar reparieren. Ah, okay, nice. Musste ich das reparieren lernen? Jetzt kann ich ihn töten? Ey, jetzt auf einmal... War das wirklich... Weil, ohne Witz. Das kann nicht sein, dass ich den die ganze Zeit nicht gesehen habe. Jetzt oder nie. War das dazu da, um mir das Reparieren beizubringen? Wenn ja, war es... Sehr weird. Crimson Fleet ist weitaus größer als erwartet. Wenn das so weitergeht, könnte unsere Mission durch ihre unaufhörlichen Angriffe tatsächlich gefährdet werden. Sie sind hinter der Frontier her und werden nicht aufhören. Wir müssen uns um den hiesigen Captain der Crimson Fleet kümmern. Ein aktueller Scan zeigt eine verlassene Anlage auf dem nahegelegenen Mond von Crete. Ein perfektes Piratenversteck. Okay, gehen wir gleich hin, aber erstmal looten wir noch. Dankeschön. Okay. Also wie gesagt, man muss erstmal alles lernen. Die Sternkarte. Reise durch den Weltraum, zoome heraus, um das gesamte Sternsystem zu sehen, zoome erneut heraus, um alle Sterne der besiedelten Systeme zu sehen. Setze einen Kurs, indem du das Sternsystem auswählst, zu dem du reisen willst. Dein Schiff kann nur begrenzt viele Lichtjahre auf einmal zurücklegen. Du musst also unter Umständen zuerst zu einem anderen nahegelegenen Stern springen, um weiter entfernte Systeme erreichen zu können. Alright. Also hier sind wir jetzt im Moment. Ja, so sieht das Ganze aus. Sehr cool. Und wir müssen jetzt... Ach, guck mal, man kann sich sogar die Ressourcen anzeigen lassen. Ist ja Wahnsinn, was hier alles geht. Okay, wie zoome ich jetzt nochmal raus? Du kannst bestimmen, welche Quest in deinem HUD angezeigt wird. Es kann jeweils nur eine Quest verfolgt werden. Wähle die Quest aus, um eine Liste offener Ziele anzuzeigen. Wähle ein beliebiges Ziel der Quest, um die gesamte Quest zu verfolgen. Mit Kurs festlegen kannst du automatisch zum nächsten Ziel deiner aktiven Quest navigieren. Okay, das ist jetzt meine Quest. Kurs festlegen. Okay, das ist praktisch. Ja. Und reisen. Wie gesagt, ich muss das alles lernen. Ihr merkt, das ist ein Haufen Zeug, bis man das mal alles verinnerlicht hat. Aber kriegen wir hin. Wir haben den Orbit erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. Okay, ich soll was jetzt drücken? Skills, Inventar, Sternkarte. Warte, Moment. Irgendwas mit Datenmenü. So, jetzt muss ich nur wissen, wie man da landet. Sieht nicht so aus, als würde ich dem Ganzen hier näher kommen. Ich bin immer noch im Orbit. Gehen wir nochmal hier rein. Systemstatus Kurs festlegen. Die Planetenansicht der Sternkarte enthält Informationen über die Umgebung, lässt dich im Planeten auf Ressourcen scannen und hilft dir, wichtige Landeplätze zu finden. Drehe den Planeten, bis du das Kartensymbol Crete Forschungslabor siehst. Wähle danach aus, um dort zu landen. So, hier. Landeziel festlegen. Landen. Alles klar. Es ist eine Wissenschaft, die Sternenkarte. Aber man sieht, wie gigantisch das wahrscheinlich alles wird. Und jetzt landen wir dort. Ich folge Ihnen ab jetzt, Captain. Das ist besser so. Fahrradlernen ist echt hardcore im Jahre 23.330, oder wann spielt das? Aufstehen. Ich kann auch verlassen, da bin ich wahrscheinlich direkt aus dem Schiff raus, ne? Was natürlich auch Sinn ergeben würde, aber ich würde ganz gerne mal ein bisschen das Schiff sehen und ich würde ganz gerne mal ins Inventory
Skills, Sternkarte, Schiff, Inventar. Und hier habe ich ja noch Waffen. Na, gib mir mal das Ding hier, oder? Favoriten. Aha. Kann ich jetzt hier festlegen? Gut. Keine Ahnung, ob wir viel Munition haben. Wir werden es rausfinden. So. Es sieht schon echt nicht schlecht aus, das Spiel. Aber man sieht auch, dass es sehr lange in Entwicklung war, finde ich. Aber sowas ist halt auch ein Mammutspiel. Und dafür, dass es halt wirklich so ein Brett ist. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwelche Weltall-Trilobytes, aber die Mother F. Benzol. Ich nehme alles mit. Bis die Schwarte kracht. Bis ich zum Weltallhändler komme. Was ist das da hinten? Kann man eigentlich Dinge auch scannen? Also man kann auch die Sicht ändern. Das ist ja mal ein Brocken. Bitte Gesundheit überprüfen und Verletzungen behandeln. Okay, ich kann hier scannen. Du kannst Kreaturen, Mineralien und Pflanzen scannen. Mit jedem gescannten Objekt wachsen deine Analysedaten. Des Planeten Analysedaten kannst du für Credits verkaufen. Über den Scanner hast du ebenfalls Zugriff auf andere Funktionen wie den Bau von Außenposten und soziale Skills wie Diplomatie und Einschüchtern. Alright. Ist es jetzt gescannt? 13%. Was mögt ihr lieber? Ego-Perspektive oder hier diese Schulterperspektive? Kann man springen? Man kann geduckt. Ah, hier ist. Wow. Also muss ich hier alles scannen, quasi. Fauna. Ressourcen. Okay, springen ist da oben. Auch ein bisschen ungewohnt. Man on the Moon. Gut, das Forschungslabor hätten wir schon mal entdeckt. Guck mal, hier sind noch Sachen zum Scannen. Haben wir das jetzt gescannt? Fotomodus. Scan. Aha. Jetzt ist es offiziell gescannt. Kann man das mitnehmen? Kann man das abbauen? 56%. Irgendeine hässliche Pflanze. Fauna, Flora. Das zählt nicht als Flora. Ressourcen. Die Crimson Fleet ist eine Konföderation kleiner, unabhängiger Piratencrews, die alle unter demselben Banner fliegen. Sie sind oft skrupellos und brutal. Das sind großartige Neuigkeiten, Kumpel. Und ich habe wenig Munition. Was habe ich in der Pistole noch drin? Bisschen mehr. Alright. Gut. Medipacks. Tja, abgeschlossen haben sie schon mal nicht. Man kann einfach reinsteppen in die Bude. Merkwürdig. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Okay, man kann natürlich wie in jedem Bethesda-Mammut-Game alles looten, was man... Was zum... Alter! Wow! Man kann alles looten, was man will. Wollte ich sagen, aber dann kam irgendwie so ein ekelhaftes kleines Ding und ging uns auf den Sack. Käse. Eine Kaffeetasse. Moment, die Kaffeetasse hat einen Wert von 55? Alter, was ist das denn für eine Kaffeetasse? Ist die aus Gold? $320 ist das Ding wert. Let's make some money, baby. Okay, irgendwas stimmt doch hier nicht. Wo sind die bösen Piraten? Wurden die alle von irgendwelchen Xenos aufgefressen?
Wir sollen auf jeden Fall schon mal hier lang. Ganz schön dunkel hier drin. Ich meine, warum haben die überhaupt ein Labor? So, Erste-Hilfe-Zeug. Ich bin Schurke, eigentlich müsste ich doch ganz gut schleichen können. Ich glaube, wir sind nicht mehr allein. Nein, wir sind... Was zum... Wir sind nicht mehr allein, Kumpel. Wow. Lad durch. Ich habe wenig Gesundheit, ja. Alright. Eine Crandall. Piratenüberfallrucksack. Was sind die andere hier? Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Muni. Eine Rettungsaxt. Ja, haben wir jetzt alles schon in zehnfacher Ausführung. Nehme ich jetzt mal nicht mit. Außerdem habe ich den wertvollsten Kaffeebecher aller Zeiten. Also so gesehen, mir geht's gut. Mir geht's gut, Freunde. Ja, ist halt wie Fallout, ne? So, was Looten und sowas alles angeht. Alter, da drüben ist irgendwas frei und schlachtet. Oh Mann, das war der Wahnsinn. Typisch United Colonies. Steck was in den Käfig, bis es dich killt. Und noch einmal. Dietrich. Fülle alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann drehe ihn, bis er in die Lücke passt und lass ihn einrasten. Du kannst den Schlüssel nur einmal benutzen. Moment. Ich muss das jetzt so drehen, bis ich was finde? So. Der kann also zerbrechen. Ja, aber wie löse ich das denn? Moment. Rückgängig habe ich nicht. Ich hätte den... Ja, ich hab's versaut. Ein Hühnchen? Vielleicht finde ich ja noch einen Dietrich. I don't know. Hm, 280 ist das Ding wert. 280 Schablagus. Ey, die leben aber ganz schön luxuriös, diese Piraten. Was ist das hier? Mitnehmen. Man kann doch Sachen bauen und sich eine Station irgendwie bauen. Und ach, das, wahrscheinlich kann man in dem Spiel einfach alles, ne? Das ist wieder so ein typisches, du kannst alles, was du willst, machen, Spiel. Splittergranate, Splittermine. Ey, yo, Robo-Freund. Was für eine Animation. So, nehme ich mit. Ich glaube, die Maelstrom ist... Ah, die habe ich jetzt gar nicht. Achtung. Der Feind ist zurück. Der Feind ist zurück, ja. Und ich treffe ihn nicht da oben, aus irgendeinem Grund. Im Kampf ruft Barrett oft. Peng, peng, peng. Peng, peng, peng. Es funktioniert, Kumpel. Synapsen-Alpha. Ein Anzug. So, gib mir den ganzen Kram. Peng, peng, peng. Scheiße, das funktioniert ja wirklich. Wo stecke ich denn jetzt? Yo. Alright, Explosion. Bang, bang, bang. Unser Tod scheint für sie böse Medikits zu haben, als wir stattig machen. Haltet sie zurück. Okay, ich habe so viele Medikits gefunden. Wird gemacht? Ich will eure Beute, Jungs.
Ey, wahrscheinlich kann ich mich hier wieder totlooten. Die Frage ist nur, lohnt sich's? Ich sehe nichts. Alright. Ich nehme mal mit, was ich mitnehmen möchte. Grendel. Wahrscheinlich kann man auch das hier looten, ne? Irgendwelche kleinen Kisten und Köfferchen und... Du spielst mit dem Piraten, ich gehe hier lang. Dankeschön für die Credits. Dankeschön für den Dietrich und Kernack. Ich erfasse in der Nähe einen Tresor. Und ich erfasse seinen Inhalt nutzen, das sofern da. Sofern sie Digi-Dietriche bei sich haben und es mit persönlichem Besitz nicht so eng sehen. Ich sehe es nicht mit persönlichem Besitz so eng und hier ist irgend so ein Ding. Just saying. Irgend so ein komischer Parasit. Den ich nicht scannen kann. Gibt's hier noch ein paar Dietriche? Ja. Okay, jetzt habe ich hier ein bisschen die Möglichkeit, mich auszuprobieren. Sprudelwasser, klar. Das war genau das, was ich wollte. Gut, aber hier machen wir mal eine Pause und sehen uns wieder in der nächsten Folge, denn wir spielen jetzt schon wieder ewig, gefühlt. Bis zum nächsten Mal. Bewerten, kommentieren. Auf Wiedersehen und tschüss.